So, sind wir angekommen. Und zwar muss ich mit dem Kran in den Innenhof rein. Der hat einen eigenen Antrieb, fahren wir nachher wieder raus. Der Whirlpool hängt am Haken. Da werden wir jetzt gleich da hochfahren, wenn die Leute da oben sind. So, ganz da oben auf den obersten Balkon da oben, der da hinten versetzt ist, da muss der Pool drauf. Da gucken wir mal, ob das so funktioniert mit dem Kran. So. Pascal ist heute nicht dabei, aber ich habe einen Bekannten hier aus Frankfurt, der mir mit anpackt. So, dann starten wir den Onkel mal hier. Na, gehst wohl aus der Not aus. So. Start. So, anlassen. Ich habe auch andere Befürchtungen, wir kommen gar nicht so weit. Ich hab meine Sorge, wir kommen gar nicht so weit bis zum Haus. So. Ich glaube, wir müssen gerade mal umbauen. Ich muss den Ausleger oben weiter. Kannst du nicht. Weißt, wenn ich hier weiter schneige, desto weniger Last hat er. Ich muss, glaube ich, oben den Arm länger machen. So, Kran umgebaut, haben einen zweiten Ausleger vorne dran, verlängert und jetzt geht's hoch. Das stellen wir erstmal nochmal ganz senkrecht. Oben das Ding probieren. Das Ende. So, den Mast kann man jetzt auch noch steiler stellen. So, wo wir den Mast noch steiler stellen gleich. Okay. Ich denke, dass wir möglich den Mast haben. So, jetzt können wir auch schwenken. So.
Aber jetzt ganz schwer schätzen, sind wir über dem Geländer oder nicht. Ne? So, jetzt mal gucken, ob wir den jetzt runter neigen. Das ist geil. So, jetzt neigen wir mal ein bisschen aufs Haus, weil wir mal oben den Mast will ich erstmal runterkriegen ein Stück. Da sind wir ganz oben. Mal erstmal das Seil ein bisschen runterlassen. So, jetzt mal drehen, mal gucken, in welche Richtung. Ich glaube die. Das Problem ist, ich muss das Seil jetzt ein Stück ablassen und dann immer ein Stück hochfahren.
So, der Pool ist jetzt hier oben und jetzt wollen wir ihn anschließen. Und zwar, der Pool kann in allen möglichen Varianten betrieben werden. Entweder mit 3x16 Ampere, 3x32 Ampere, 2x16 Ampere. Bei 1x16 Ampere gibt es Probleme, habe ich zumindest mal eben gelesen. Jetzt haben wir zwei Außensteckdosen, zwei separate, mit zwei verschiedenen Phasen hier in dieser Wohnung. Mal eben ausgemessen. Das heißt, wir machen jetzt hier den Anschluss mit 2x16. Da bin ich ja mal gleich gespannt. Da muss man der ganze Masse Brücken hier umbauen und so Zeug alles, dass man den nicht auf Drehstrom hat. Ein paar Hüsis mal auf die Kabel. Schau ich mal H07 RNF Erdkabel 3x15, zwei Stück. Weil Drehstrom ist ein bisschen schwierig, weil die Verteilung ist im Flur, da müsste ich die ganze riesen Wohnung hier Kabelwege bauen. So, in dem Fall wäre braun, warte mal, was haben wir hier? Braun kommt dann da drauf laut Plan. Ah, das sind ja Monsterklemmen hier. Mal vorne reingucken, wo das Ding hier zudreht. Hier passt ja 16 Quadrat dran als Anschluss. Gehst du wohl da rein? So, da kommt wohl braun da rein. BN und dann unten BL. Blau. Aber immerhin ist die Anleitung in Deutsch. Habe ich mal einen Pool angeschlossen, aber alles in Englisch. Das war ein bisschen schwieriger. So. Aua! Finger geschnitten, ich stepp. Aua! Naja, zum Glück nicht tief. Wenn man mit den Gedanken nur schon bei der Schaltung ist und nicht bei den Finger. Oh, das blutet dann noch wie die Sau. Aua! Scheiß Dreck. Na Gott, was mal beheben, den Schaden hier. So, mit Isolierband und Küchenrolle geht das auch, wenn man gerade nichts anderes hat. So, kann ich auch die Hülsis drauf machen. Ja, ja, nicht immer nur an die Schaltung hier denken, wie man anschließt, sondern auch mal an die Flossen denken. Aber passiert ist passiert. Da wollen wir nicht rumjammern. So. So. Das steht da braun oben. Kurbel, 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 Kurbel. Lass uns wenigstens mal klemmen hier. So. Da rein. So, tun wir die eine Erde von, da ist nämlich der PE-Anschluss. So, und das hier tun wir dann da oben rein. So, und den PE mal auf der anderen Seite rein. So. Duhülse wäre natürlich auch nicht schlecht gewesen, aber hier muss man so endlos viel laufen durch diese ganzen Gänge hier. Muss man die Wohnung mal wieder finden. Knark. Bombisch fest. So. So, und jetzt wird's lustig. So, die Kamera wackelt jetzt mal gerade. So. So. Option 2 Phasen Stromversorgung 2x16 Ampere für Whirlpools mit einer Zeit. Entfernen Sie die Drahtverbindungen zwischen J60 und J36.
Ja, wo ist der denn? Aber mir ist ein Bildchen gemalt. J60 ist irgendwo da oben. Wo ist denn hier J60? Ist blind. P. Hä? Ich sehe kein J. Wo ist denn hier J? Hier gibt es nur P's. Wollen nicht verarschen. P. Gibt es denn wenigstens P60? P13, P7. Hier hinten gibt es P60, aber es hat damit eigentlich nichts zu tun. Das muss irgendwo hier hinter direkt sein. Da gibt es nur P's. Aber irgendwie passt das ja hier überhaupt nicht. Was gibt es denn hier noch? J41 und J12. Ja, irgendwie passt der Plan ja nicht so ganz zum Pool. Was gibt es denn noch für Varianten? J. Naja, die Platine sieht anders aus. Also irgendwie ist die Platine anders als irgendwie passt das überhaupt nicht. So, ich habe es mal umgeklemmt, weil ich habe immer ein bisschen gegoogelt. Weil hier passt das eben in der Anleitung nicht. Jetzt haben wir die richtige Anleitung. Auch mit den passenden Brücken hier drauf, wie die drauf müssen. Weil wir haben jetzt einen Zwei-Phasen-Betrieb und deshalb haben wir jetzt im Prinzip diese Brücke nach da. Bedeutet, hier wird die dritte Phase unten drauf geschaltet. Ne? Und hier oben, das ist glaube ich bei dem einen Phasenbetrieb, wo die Brücke hier oben quer muss. Von der einen Phase. Das ist jetzt hier oben auch drauf, die Brücke. Der Strom ist drauf. Und zwar, da werden wir die Deckel jetzt mal zumachen. Aber wir können ja gerade noch messen. Wir sollten jetzt hier 400 Volt haben. Multimeter. So, von N nach L haben wir 231, 232 und von hier nach hier haben wir 399 Volt. Perfekt. So, jetzt mache ich mal den Deckel gerade wieder drauf, schulde ihn gerade mal. So, dann bauen wir den mal hier wieder drauf. Ne? So, wie irgendwo das Ding hier hin. Also sieht man, für die, die nicht wissen, worum es geht, hier ist ein O2-Gerät, O3-Gerät, soll das Ozonanlage. Und hier ist ein Durchlaufwälzer drin, hier sind die Heizwendeln drin, um das Ding als Durchlaufwälzer aufzuheizen. Ne? Und da brauchen wir richtig Suppe für, weil hier auch einige Pumpen und so Zeugs drin ist. Hier ist ein Pool von Wilderrhein-Boch. Den habe ich ja nicht besorgt. Mein Auftrag war hochheben und anschließen. Schade, dass wir draußen keinen Drehstrom haben. Aber zumindest mal, wir haben jetzt zwei Automaten am gleichen FI. Weil sonst wird FI nämlich rausfliegen, weil der N ist ja klar, ist ja hier drin gebrückt. Und natürlich beide Ns in beiden Steckdosen aufgelegt. Wie, das zeige ich euch gleich mal, was ich damit meine. Und zwar, die mal einrichten zu. So, da haben wir noch eine. So, ich habe jetzt hier das Kabel direkt nicht in der Steckdose angeschlossen, sondern dahinter hat eigentlich folgende Bewandtnis. Wenn man den Stecker reinstecken würde, wenn man den Fallstrom einstecken würde, würde der Buff machen, wenn man jetzt aber mehr, wo der N liegt. Das heißt, ich habe jetzt bei der Steckdose das jetzt so angeschlossen und bei der anderen Steckdose, dass wir von beiden Steckdosen aus haben wir einen N, der hier vorne noch zusammengebrückt ist und haben jeweils eine Phase, separate Phasen, dass wir 400 Volt haben. Um den Pool zu betreiben. Ja, und da wollen wir dann gleich mal starten
Aber da muss erstmal Wasser rein. So, der Pool ist gefüllt. Ich habe hier vorne im Display noch die Programmierungen eingestellt, dass wir zwei Phasen haben, dass wir 2x16 Ampere haben, konnte man da einstellen. So verschiedene Variationen. Ja, und jetzt können die Kunden ihn benutzen. Ja, und ich habe festgestellt, das ist doch ganz schön hoch hier runter. Wie ihr hier seht, wo da unten der Kran gestanden hat. Gut, dass ich vorne hier oben war, wäre ich auch noch skeptischer geworden. Aber jetzt haben wir ihn ja hier oben und er ist stadtklar. Perfekt.